Hallo, ich freue mich, dass ich zum vierten Mal auf diesem Kanal zu Ihnen sprechen kann. Meine letzten drei Vorträge haben bis jetzt über 13.000 Menschen gesehen. Mit anderen Worten, Sie haben mich hoch motiviert. Damit Sie Ihren 100. Geburtstag bei bester Gesundheit erleben können, brauchen Sie 6 Voraussetzungen. Sie brauchen einen funktionierenden Darm. Sie brauchen ein starkes Immunsystem, mentale Kraft, die Möglichkeit, Giftstoffe auszuleiten, bewegliche Gelenke, aber vor allem brauchen Sie durchlässige Arterien. Das ist die Basis und die Voraussetzung, damit auch Ihr Herz so lange wie möglich schlägt. Und genau das ist heute mein Thema, plus 4611. Dazu komme ich später. Kennen Sie Durchblutungsstörungen in den Beinen? Taubheitsgefühle in den Füßen und Zehen? Sowie anhaltende kalte Füße und Hände? Das ist das Ergebnis einer schlechten Durchblutung oder Mangelversorgung über die Gefäße zu den Extremitäten. Denn wenn sich die Blutgefäße verengen, dann erhöht sich der Druck, der Blutdruck. Die Organe werden jetzt schlechter durchblutet. Also das Herz braucht jetzt mehr Kraft, um Blut durch die Adern zu pumpen. In dieser Situation gilt es, mit den richtigen Maßnahmen Folgeschäden wie einen Herzinfarkt, Schlaganfall, eine Lungenembolie und eine Beinthrombose zu vermeiden. Um eine dauerhafte Heilung zu erreichen, ist es wichtig, die eingeschränkte Blutzufuhr zu verbessern, um Entzündungen zu vermeiden. Es geht praktisch heute in meinem Vortrag um die Wiederbelebung und Verhinderung von krankem Gewebe. Ein mangelnder Blutfluss bedeutet auch immer eine schlechte Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff für jede Zelle, jedes Gewebe und jedes Organ. Eine schlechte Durchblutung bedeutet auch eine mangelnde Entgiftung, also ein verminderter Abtransport von Giftstoffen. Dadurch wird verhindert, dass die Organe optimal arbeiten können. Die Auswirkungen reichen von Energielosigkeit, Schlaflosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen bis zu einem hohen Blutdruck. Und ein hoher Blutdruck führt zu Schäden an den Blutgefäßen und Organen. Und wenn sich nichts ändert, dann kann dies nicht nur zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen, sondern auch zu Herz- und Nierenschwäche, Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen sind die Folgen, wenn der Bluthochdruck über einen längeren Zeitraum nicht erkannt oder eingestellt wird. Und vor allem, wenn Sie sich selbst nicht fragen, wie ist es dazu gekommen? Was muss ich ändern? Und wann beginne ich? Ist es die Belastung am Arbeitsplatz? Stelle ich zu hohe Anforderungen an mich? Wann und in welcher Situation tritt dieser oder jener Schmerz auf? Diese Frage muss nicht der Arzt beantworten, sondern dafür sind Sie verantwortlich. Untersuchungen beweisen heute eindeutig, Bluthochdruckpatienten entwickeln viel häufiger und früher eine Demenz. All diese Probleme werden zusätzlich verstärkt, wenn andere Risikofaktoren wie Zuckerkrankheit, Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen und Alkohol und Stress ohne Ausgleich hinzukommen. Ich weiß, was Sie bis jetzt von mir hörten, ist nicht gerade so angenehm. Aber es muss ja nicht so weit kommen. Wie können wir das Ganze verhindern? Das Verhindern, das ist heute mein Thema. Das Erkennen dieser Ablagerungen und deren Beseitigung, das überlasse ich einem Arzt, der sich dem Thema Durchblutungsstörungen seit über 30 Jahren widmet. Dazu ein Hinweis
am Schluss meines Vortrags. Aber bevor man etwas verändert, muss man die Zusammenhänge verstehen. Denn nur so kann ich Sie auch motivieren, dass Sie diese Theorie in die Praxis umsetzen. Theorie und Praxis, beides ist wichtig. Denn alles Sichtbare ist doch vorher aus dem Unsichtbaren entstanden. Aus dem Geist. Aus unseren Gedanken und Gefühlen. Wir suchen also heute nicht nach Ausreden, sondern nach Lösungen. Unser Herz ist der Motor und versorgt über 100 Billionen Körperzellen mit Sauerstoff und Nährstoffe. Und nur wenn das gelingt, können unsere Organe optimal arbeiten. Unser Herz leistet Unglaubliches, aber nur, wenn es nicht durch Ablagerungen in den Blutleitungsbahnen blockiert wird. Sie kommen auch viel schneller ans Ziel, wenn Sie mit Ihrem Auto auf der Autobahn nicht im Stau stehen. Unser Herz pumpt an einem einzigen Tag 7000 Liter Blut, das heißt 7000 Liter Energie durch die Adern. Und diesen reibungslosen Blutfluss gilt es zu unterstützen und nicht durch eine ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol und so weiter zu blockieren. Aber vor allem reduzieren Sie Ihren Zuckerkonsum. Zucker verkürzt Ihr Leben und Sie werden viel schneller alt. Die Nahrung kann Gift für den Körper sein, aber auch Medizin. Ich weiß, Schokolade macht glücklich. Ein kleines Stück für den Moment. Die Dosis macht das Gift. Bei Zucker wird zunächst das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, das aber sehr schnell wieder verpufft. Das Glück ist also nur von ganz kurzer Dauer. Zucker unterstützt die Speicherung von Körperfett. Das müssen Sie wissen, wenn Sie abnehmen wollen. Zucker begünstigt Entzündung im Körper und Entzündung im Körper ist die eigentliche Ursache und die Basis für sehr viele Erkrankungen. Die Krebszelle braucht den Zucker, um zu wachsen. Das ist wichtig. Es gibt ein Sprichwort, der Krebs liebt den Zucker und der Krebs verflucht den Sauerstoff, also die Bewegung an der frischen Luft, durch eine verstärkte Ein- und eine wesentlich längere Ausatmung. Japaner essen deutlich weniger Zucker als wir. Japaner haben die höchste Lebenserwartung der Welt. Sie gehören zu diesen Völkern. Zucker findet bei ihnen sehr, sehr selten auf dem Speiseplan. Brust- und Prostatakrebs ist bei uns in den westlichen Ländern deshalb fünfmal höher als in Japan. Man weiß heute, dass es der überhöhte Zuckerkonsum ist, der dazu führt. Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Das wusste schon der berühmte Pathologe Rudolf Virchow. Die Blutgefäße sind nämlich in der Lage, sich zusammenzuziehen und zu entspannen, und das im ständigen Wechsel. Und dadurch verändern sie ihren Durchmesser. Und das beeinflusst natürlich den Blutstrom. Und Schäden an den Gefäßwänden machen sie hart und fest. Und der Verlust dieser Elastizität wirkt sich natürlich jetzt negativ auf den Blutfluss aus, denn das Herz muss ja jetzt ständig gegen steigenden Widerstand ankämpfen. Was ist die Lösung? Gehen bzw. Bewegung an der frischen Luft zwischen Wäldern und Wiesen ist für mich das billigste und die effektivste Möglichkeit zur Steigerung der Gesundheit, also für Herz, Kreislauf und Blutgefäße. Nichts lässt mich zum Beispiel viel schneller abschalten und bringt mich auch auf andere Gedanken und Ideen wie ein Spaziergang in der Natur, wenn ich drei Voraussetzungen erfülle. Eine aufrechte Körperhaltung,
diagonale Bewegung und das Ganze in Kombination mit einer Atemtechnik nach der Formel 4611. Jetzt ist es raus. Das heißt, Sie atmen 4 Schritte tief ein, halten den Atem 6 Schritte entspannt an und atmen danach 11 Schritte mit leicht geöffneten Lippen und dem Buchstaben F aus. Und danach gehen Sie ein paar Schritte normal weiter, 4-5 Schritte, und atmen normal weiter. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das Ganze 11 Mal oder 11 Minuten. Also noch einmal, 4611 während einer aufrechten Körperhaltung und der diagonalen Bewegung. Das heißt, Sie atmen 4 Schritte tief ein, halten den Atem 6 Schritte entspannt an und 6 Schritte atmen Sie mit dem Buchstaben F entspannt aus. Für mich ist das Meditation und Konzentration in Bewegung. Schauen Sie dabei immer in die Ferne und nicht auf den Boden, denn die Energie soll doch bis unter die Haarspitzen fließen. Bleiben Sie dabei immer entspannt. Beginnen Sie mit weniger Schritte und steigern Sie langsam oder später. Das heißt, Sie bestimmen nicht nur das Tempo, sondern auch die Intensität der Atmung. Bleiben Sie dabei immer im Sauerstoffüberschuss. Sauerstoffüberschuss heißt, während der Bewegung nicht hecheln, sondern entspannt atmen. Das macht Sinn, denn mit jedem Schritt wird mehr Blut zu den Organen transportiert. Die Lungen füllen sich mit neuer Lebenskraft, um die Probleme des Alltags besser bewältigen zu können. Ihr Herz arbeitet ökonomischer. Das heißt, es pumpt mit weniger Schlägen mehr Blut durch die Ader. Und bei dieser Voraussetzung schlägt es auch länger. Denn die Straße, die das Blut mit Nährstoffen bis in die kleinste Körperzelle bringt, ist der Blutkreislauf. Damit dies gelingt, ist die Bewegung plus Atmung nach der Formel 4611 optimal und notwendig. Ich weiß es, denn ich praktiziere es und kam vor ein paar Monaten auf diese Idee und erhalte ständig positive Rückmeldungen von Patienten, die es umsetzen. Ein Leben ohne Bewegung führt zu Fettablagerungen, sie altern schneller und verlieren viel schneller an Muskelmasse, also an Energie. Aber wenn Sie sich nach dieser Formel bewegen, dann kommen Ihre Gedanken in Bewegung, der Kopf dreht sich, die Augen wandern, Ihre Hirnaktivität wird angeregt und Gen erhöht durch 4611 Ihre Blutzirkulation im Gehirn. Sie müssen wissen, das Gehirn wiegt 2% des gesamten Körpergewichts, braucht aber 25% des gesamten Sauerstoffbedarfs, um zu funktionieren. Noch ein Vorschlag. Investieren Sie einmal im Jahr 15 Minuten für Ihr Herz. Gehen Sie einmal im Jahr zu Ihrem Kardiologen nach dem Motto: ein Problem frühzeitig erkennen und behandeln, damit es nicht größer wird. Es war das Ziel meines Vortrags, Sie nicht nur zu informieren, sondern Sie auch zum Nachdenken und Umdenken zu bewegen, denn alt werden wir erst, wenn wir kein Ziel haben und aufhören zu gehen. Aber kein Leben ist ohne Probleme. Wir alle müssen uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen, denn nichts bleibt, wie es ist. Man muss weitermachen, egal was geschieht. Ein neues Ziel, ein Konzept und weiter geht's. Mit fast 73 Jahren habe ich mein Mindesthaltbarkeitsdatum längst überschritten. Meine Lebenszeit ist begrenzt. Mit 73 Jahren wissen Sie das, aber nicht mit 37.
aber weil ich als Vollzeitrentner immer noch vollkommen ungeeignet bin, arbeite ich einen Tag in der Woche in der Praxis in Wiesbaden, weil es halt Spaß macht. Das ist der Grund. Und die Behandlungstechniken sind Mobilisation der Gelenke, Entspannung der Muskulatur, Entlastung der Bandscheiben, Ausgleich des Beckenschiefstandes, damit die Statik stimmt und die gestaute Energie wieder fließen kann. Und all das entlastet auch Ihr Herz. Aber sobald ich mich als Vollzeitrentner eigne, das habe ich mir fest vorgenommen, dann kaufe ich mir einen kleinen schwarzen Hund und rufe ihn Fango. Das Leben ist begrenzt. Mein Vater sagte immer, schiebe nichts auf später, mache es jetzt. Denn die Zeit ist zu kurz für später. Alles wird besser, glauben Sie mir, alles wird besser, aber nicht vom Zuschauen. Auch nicht von selbst. Ohne die Umsetzung, also ohne die Bewegung plus 4611, bleibt alles nur ein Traum, der sich nie verwirklichen wird. Wir versteifen uns darauf und konzentrieren uns darauf und warten oft so lange, bis die Diagnose gestellt wird. Und dann verlangen wir vom Arzt die sofortige Gesundheit, was nicht funktioniert. Anstatt vorher und rechtzeitig die Gesundheit durch eine starke Immunkraft und Vitalität aufzubauen. Es gibt eine Möglichkeit, durch Blutungsstörungen rechtzeitig zu erkennen und wieder rückgängig zu machen. Darüber kann Sie Herr Dr. Sprachmann informieren, der sich diesem Thema seit über 30 Jahren widmet. Er hat außerdem einen Patientenratgeber geschrieben, die Lipo-Power-Kur. Nie mehr Herzinfarkt und Schlaganfall sowie durch Blutungsstörung. Bleiben Sie zuversichtlich, ich bin mir absolut sicher. Ihr Potenzial ist viel größer als Ihr Problem oder Ihre Angst. Und schon Goethe wusste und hat geschrieben, warum Bewegung so wichtig ist. Und er schrieb, täglich walze mit dem Weibe, hält den Doktor dir vom Leibe. Jetzt werde ich persönlich, sei gut zu dir und anderen, dann machst du nichts falsch. Und immer schön entspannt bleiben bei jeder Bewegung plus 4611. Im Mai 2021 hatte ich einen schweren Herzinfarkt und nach Aussage der Kardiologen nur knapp überlebt. Ich weiß also ganz genau, wovon ich spreche. Wenn Sie möchten, sehen wir uns im zweiten Teil dieses Vortrags wieder. Sie erfahren mehr über dieses Thema, denn das Herz ist viel mehr als nur eine Pumpe. Ab jetzt wird alles anders, denn ab jetzt beginnt der Rest Ihres Lebens und jetzt beginnt die Veränderung. Denn in dir steckt die Kraft, die Geduld und die Ausdauer. Bis bald. Schönen Dank.